Hallo, meine lieben Schüler, und herzlich willkommen zu einer neuen Lektion. Diesmal der Imperativ. Der Imperativ ist die Befehlsform im Deutschen. Du verwendest ihn also, wenn du jemanden befiehlst, etwas zu tun. Du nimmst ihn zum Beispiel auch für Bitten, Anweisungen oder Verbote. Der Imperativ ist ein Modus der Verben. Mit der Befehlsform sprichst du die Person oder Personen immer direkt und persönlich an. Deshalb kannst du ihn nur in der zweiten Person, du oder ihr, der ersten Person Plural, wir, und in der Höflichkeitsform Sie benutzen. Das Verb in der Befehlsform steht immer am Anfang des Satzes. Außerdem gibt es bei Du und Ihr kein Subjekt, bei Wir aber und Sie schon. Höflichkeitsform ist eine Form des Imperativs. In der Höflichkeitsform wird der Imperativ mit dem Infinitiv des Verbs und dem Pronomen Sie gebildet. Eine andere Form des Imperativs ist Ihr-Form. Im Plural benutzen wir die konjugierte Präsensform des Verbs ohne das Pronomen. Man benutzt diese Form, wenn man zu einer Gruppe spricht, zu der man selbst nicht gehört. In diesem Fall schließt der Befehl den Sprecher nicht ein. Zum Beispiel: Geht nach Hause. Für die Bildung der Du-Form des Imperativs benutzt man im Singular die konjugierte Form ohne die Endung und ohne Pronomen. Zum Beispiel: Geh nach Hause. Unter den Besonderheiten bei der Bildung des Imperativs erwähnen wir die folgenden Situationen: Vokalwechsel von starken Verben von E auf I, IE gelten auch für den Imperativ. Vokalwechsel von A zu E aber nicht. Zum Beispiel: Hilf deinem Bruder oder fahr langsamer. Dann, um höflicher zu klingen oder gehobener zu sprechen, können wir immer ein E anhängen. Geh nach Hause statt geh nach Hause. Endet der Stamm auf die Konsonanten D, T, M oder N, muss das E fast immer angehängt werden. Warte noch 5 Minuten.